Na, da drüben sind noch zwei Getränke, die werde ich mir natürlich auch noch unter den Nagel reißen. Unter den gierigen Nagel. Hier noch was? Die Tränke sind da oben. Ach, da muss man rüber jumpen, hä? I get it. Jump'n'run. Platforming get. Wuhu. Zwei Rums sogar noch. Rums, Rumse, Rumme. Zwei sogenannte im Bauch rumrumser, wenn man sie getrunken hat. Und da unten liegt auch noch was. Schauen wir doch mal. Kurzer und noch ein kurzer, hä? Hätte ich einen kurzen gewollt? Ach, okay. Ich mache jetzt keine Toilettenwitze. Der einzige Witz, der hier frei rumlaufen darf, das ist Necrolot. Aber da er schon den Ischias hat, ist er kein Running Gag mehr. Gut, ich gehe mal hier weiter durch, auch wenn da nicht die Wohlgenährten sind, aber wir werden hier doch bestimmt einen Schlenker machen können. Vielleicht ist das auch die Brücke, die er meinte, die wir einnehmen sollen, der liebe Kane. Er sprach ja davon. Im Brückenhalten, also bei StarCraft, konnte ich das gut. Ah, da hinten kommt wieder was, okay. Mein Beutesensor klingelt die Dingelt. Da können wir doch bestimmt auch irgendwo hoch. Ich hab dich gehört. Komm, schalt her. Jetzt gibt's aber mit dem Nudelsieb. Mit dem Groblöchrigen. Es ist zwar vielleicht falsch, einen Hund Pussy zu nennen, aber das ist doch echt eine Pussy. Du sagst es, lieber Bonesy, du sagst es. Scheiß Schatten. Ich musste gerade singen. Meine Stimme ist scheiße, habt ihr gehört, ne? Und da drüben soll es nichts geben? Naja, ich weiß nicht. Ich vertraue da dem Blick des irgendwas nicht ganz. Ah, da ist noch was. Drei Goldmünzen. Gehst du weg, Bones. Lässt du mich jetzt vielleicht mal die Goldmünzen aufheben? So. Das hat sich ja gelohnt, nochmal hier runterzukommen. Naja, Dagobert Duck hat es schon gesagt. Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Mhm, nochmal ein bisschen Übersicht, ja. Der Plan steht. Sie können mich nicht aufhalten, ich gehe in die falsche Richtung. Boah, ich hab wirklich einfach nur Angst, hier so viel zu übersehen. Hier könnte ja alle paar Millimeter was liegen, ne? Zum Beispiel der Krug hier, der ist eben gar nicht auf meinem Schirm aufgetaucht. Ach du Scheiße. Ich weiß, da gibt es ja auch diese Getränke, mit denen man vielleicht die Sachen noch ein bisschen besser sieht oder so den Blick verbessern kann. Aber ehrlich gesagt, die sind mir so ziemlich Jacke. Muss auch nicht sein, oder? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Während ich mich hier mit den zwei Klabusterbären duelliere, O3. Du kleiner Schrumpelhoden. Wagt sich hier so zu wehren, ne? Und der rollt sich auch noch weg. Ich glaub, euch geht's so gut. Habt ihr Lotto gespielt, oder wie? Du hattest 6 richtig und deswegen zahle ich jetzt 12-mal auf die Glocke aus. Na, klingelt schon im Öhrchen. Ja, und da geht's hin für dich. Oh, und das waren wieder die Eier. Oder sind die Schattenkastraten, wer weiß. Dafür hat der eine auf dem Schiff vorhin aber ziemlich böse gegrummelt. Schon wieder ein Teleportstein. Brauchen wir den überhaupt noch? Können wir den überhaupt noch irgendwo einsetzen? Gibt es noch ein Portal? So. Ha! In your face, Schweinehund! Ach je, und hier liegt doch auch wieder schon wieder um jede Ecke noch irgendwas. War ich schon da oben? Nein, offensichtlich noch nicht, weil an den Skeletthannes kann ich mich nicht erinnern. Messer und Handspiegel, hat er das sich gerade rasiert oder wollte er sich ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig ummodeln? Oder wo wir es von Kastraten hatten, ne? Ich sag ja nur, da hängt ein Gewicht zwischen den Beinen. Aber mit dem Himmel hier, das ist auch irgendwie toll so. So wie ein richtig fettes Abendrot. Ich vermute mal, das kommt ja von der Lava und dem Lavastaub und so, aber egal. Dann hier hängt das Erz jetzt einfach so an der Wand. Ja, alles klar. Naja, dann hatten wir keine Grabanimation mehr. Das ging vielleicht schneller so. Dafür waren es aber auch nur 3 Stücke und keine 8. Nee, also hier kannst du dich doch echt an jeder Ecke verlaufen und irgendwas übersehen. Ich bin jetzt schon wieder total in die falsche Richtung unterwegs. Halt einfach nur, weil ich ständig hier alles in Augenschein nehmen will und da noch nicht war und die Gegend noch nicht kenne. Bei den anderen Inseln, da waren wir so oft, da kenne ich so ziemlich jede Ecke. Aber hier, er könnte überall Beute locken. Oder noch voll irgendwo der einsame Schatten in der Ecke hocken und heulen.
Da, da haben wir ein gutes Beispiel. Äpfelchen und Bärchen. Könnte man übersehen. So. Aha, bauen Sie. Entschuldigt bitte. Ich musste kurz unelegant abgehen. Weil Bones den Cursor so liebt. Ein Fusel, da war doch noch was. Da Fleisch? Nein, Lagerfeuer wollte ich nicht. Da war noch mehr Fleisch. Ich wusste doch, dass ich da noch was gesehen habe, ne? War das das ganze Fleisch? Sieht so aus. Ja, auch wenn wir jetzt im Endgame sind und wahrscheinlich diesen ganzen Proviant und das rohe Fleisch nicht mehr brauchen werden, ich will's mitnehmen, ich will's mitgenommen haben. Ich meine, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen meine Pflicht, so als Let's Player, euch dann noch die ganzen Winkel zu zeigen, damit es euch vielleicht bei eurem Spieldurchgang leichter fällt, hier den ganzen Scheiß zu finden. Dann ist es doch gut, wenn ihr es vielleicht zumindest schon mal gesehen habt. Schmiedehammer, wurde er mit dem Schmiedehammer erschlagen? Ist auch nicht gerade das gnädigste Schicksal. Aber vielleicht war er ja von den Zeugen Jehovas... Nein, von der... Ach nein, ich will doch hier jetzt nicht bewerben, dass man irgendeinem Menschen mit Gewalt begegnen sollte. Das passiert auf dieser Welt wirklich schon häufig genug. Ich will nur manchmal ein paar böse Sprüche ablassen, aber das kennt ihr. Wenn ihr hier jetzt gerade nicht zum ersten Mal reinschaut. Wenn doch, dann... ich mach gern bitterböse Witze, ich mag schwarzen Humor. Ich will's dann hier für euch jetzt nur nochmal gesagt haben. Okay, wir haben wohl alles abgeräumt. Ich hoffe es zumindest. Habe ich da hinten noch einen gesehen? Nee, das war nur diese eine Fahne, die sich da im Wind hin und her wiegte. Ich muss trotzdem noch mal gucken, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss das tun. Das ist so ein innerer Drang. Wehe, du übersiehst was, dann kannst du dich gleich von YouTube verabschieden, ne? Dann machst du dir keine Mühe mit deinen Videos und wir wollen uns doch ein bisschen Mühe machen mit unseren Videos, ne? Moment, liegt da vielleicht auch noch Fleisch dazwischen? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Ist das die richtige Richtung? Das ist die richtige Richtung. Gut, dann werden wir gleich sehen, wenn das die Brücke ist, die wir einnehmen sollten, dann hau ich da einfach alles kurz und klein. Ich finde, gegen Schatten ist es durchaus legitim, die Holzhammer-Methode zum Einsatz zu bringen. Dann ist doch gut für uns alle. War ich da drin schon? War ich da oben drauf schon? Ich glaube, ja. Ich glaube, da war ich. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Ich sollte mein Kurzzeitgedächtnis wieder ein bisschen schulen. Ich weiß nicht, hilft da Dr. Kawashimas Gehirnschocking was? Und hier, das führt mich doch wieder zu einem kleinen Versteck, oder nicht? Oder sollte mir das nur sagen, dass da oben noch was liegt? Aber das haben wir ja schon. So, die Schädelblüte kommt mit. Die Blädelschüte. Blädelschüte, das hört sich dann an, als hätte da jemand gefurzt. Als wäre das eine stinkige Pflanze. Es gibt ja Pflanzen, die können extrem stinken. Ach, guck mal, die Dunkeldüren hängen wieder miteinander ab. Das ist gut, dann haben wir genug Produktion zum Verkaufen. An Piratenkapitän Netto und an Piratenkapitän Lidl. Unverschämte Drecksplagen! Ich will zum Berserker. Also für eine Trockenwurst wirklich ein unangebrachtes Verhalten ist das hier. Dafür werdet ihr nur reduziert verkauft. Wenn das MHD abgelaufen ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hier. Ja. Na, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Frag mich nicht, warum sich meine Stimme geändert hat. Ach, Bones, du musst eigentlich, also, wenn man bei dem mal eingeladen ist und nach Hause geht, dann machst du nur mal einen Schrank auf und dir quellen 200 Mützen draus entgegen. So müsste das sein, wenn er wirklich sich aus jeder Haut eine Mütze gemacht hätte. Ach, dann machst du den Ofen auf. Dann kommen dir scheiß Mützen entgegen. Machst den Kühlschrank auf. 500 Biberfellmützen. Mit Schwanz hinten dran, ne? Öffnest du die Toilette, kommt dir der Toilettenbiber entgegen. Und statt Schuhlöffel die Schuhratte. Ah, Nachtfalter. Sie signalisierten uns einen Krug, noch einen Krug, einen Handspiegel, noch irgendwas, was man sehr schlecht auf dem Boden sieht. Weil auf dem Boden, also das siehst du ja wirklich so ziemlich alles scheiße. Ist halt so graubraun. Autospeicherung, okay. Kommt hier jetzt wieder was Dickes oder wie? Und ich habe schon wieder die Befürchtung, ich habe mich hier nicht genau genug umgesehen. Bones, du könntest uns auch immer wieder heilen. Okay. Da war er schneller, als ich es aussprechen konnte.
Gut, Herr Bones, du kriegst heute Abend einen Grog. Doch, ich glaube, wir waren hier wohl aufmerksam genug. Na? Ach, du, was machst du denn hier? Du spinnst, ja, das sehe ich. Oh Mann, das war aber auch ein ziemlich flacher Wortwitz. Ja, und dir polieren wir den Schädel, weil was anderes ist ja nicht mehr da zu polieren. Ja, auch zwischen den Beinen ist alles schon lange fort. Elegant, Gerd, sehr elegant. Und das Umstupsen. Kann das sein, dass ich die Animation noch nie gesehen habe im ganzen Spiel? Im ganzen Let's Play nicht? Ach, da kommt bestimmt auch nochmal ein Lindwurm früher oder später. Naja, die geben auch 400 Erfahrungspunkte oder so. Was war das? Da war doch eben was. Ich war der Meinung, da war was, oder warst du das? Einmal Knochen. Wuhu. Dann stechen wir gleich ein ganz dickes Fass an. Wir haben einen Knochen. Den kann man dann wie so ein Schirmchen ins Getränk reinhängen, ne? Das gehört dazu bei uns gefährlichen Piraten der Pseudo-Karibik. Gold, 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 das brauchen wir für die Autobahn. Wegen der Maut, Maut, Maut. Das ist scheiße gelaufen. Oh, 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 Eisenerz. Nicht, dass ich es bräuchte, aber ich will's haben. Ist wie mit den ganzen Videospielen. Ich habe eine riesige Sammlung. Auf der Homepage, auf der To-Do-Liste, da ist es ja verlinkt, was ich alles hab. Die Liste ist allerdings immer noch nicht ganz aktuell. Weil es gibt so viele Titel, die als Freeware oder als Abandonware theoretisch zählen, die ich dann auch noch aufnehmen könnte. Auch wenn ich sie nicht gezwungenermaßen auf dem Computer habe oder auf irgendeinem Datenträger hier. Das ist halt das Problem, da will ich mich sehr schlau machen. Und die Liste ist insofern hilfreich, dass ich mir da auch den Publisher notiere, damit ich weiß, wen ich anfragen muss. Oder nach wessen Regeln ich mich richten muss, wenn ich dazu mal ein Let's Play mache. Vielleicht hilft es euch ja auch ein bisschen was. Für manche Titel gibt es ja auch schöne Wikipedia-Seiten, wo man nachgucken kann, wer das damals veröffentlicht hat. Ist allerdings ein Problem. Manche Firmen sind pleite gegangen, wenn ich da jetzt zum Beispiel an THQ denke. Da wurden die Rechte an einigen Spielen hier und dahin verkauft. Die meisten hat, glaube ich, Nordic Games. Aber die Rechte sind nicht alle an Nordic Games gegangen, ne? Also Nordic Games hat, glaube ich, Rechte an ein, zwei Stalker-Titeln, aber Deep Silver hat, glaube ich, auch die Rechte an Stalker. Weil die da auch mal irgendwie eins veröffentlicht haben oder so. Ist undurchsichtig. Das finde ich ganz interessant, das macht es aber für uns Let's Player halt schwieriger, weil wir können nicht immer genau zuordnen, wer jetzt die Rechte hat. Oder auch genauso Infogrames, ne? Die wurden ja aufgekauft von Atari. Und Atari wäre ja pleite, dann wurde es wieder gegründet, jetzt gibt's Atari SA. Haben die jetzt die Rechte oder nicht? Interessiert es sie überhaupt noch? Das erste Alone in the Dark. Das ist ja bestimmt jetzt schon über 20 Jahre alt, würde ich schätzen, oder? Ah, ich weiß nicht genau. Irgendwann in den 90ern ist es auf jeden Fall rausgekommen. Und ich würde fast schätzen, frühe 90er, 93 vielleicht, wenn ich es hochkommen lasse. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es euch hier natürlich einblenden, wenn ich es genauer weiß. Das kann man ja schnell nachschlagen. Also hier oben, das ist quasi No Man's Land, hä? Das Äquivalent zu No Man's Sky, nur dass es schnell läuft. Ja, das war gemein. Ja, auf No Man's Sky, ich war ja auch ein bisschen gehypt. Aber ich wollte warten, wie es so ist. Und scheinbar scheinen sich viele Leute für $60 doch ein bisschen verarscht zu fühlen. Oder auch 60 Euro. An so hochgelegenen Orten komme ich mir manchmal vor wie ein Vogel. So richtig mit Schnabel und Federkleid. Du hast ja auch einen ziemlich großen. Naja, okay. Wo war ich? No Man's Sky. Ja, wie gesagt, für $60. Beziehungsweise bei uns haben sie ja gesagt, Dollar und Euro macht doch keinen Unterschied. Ich meine, der Wechselkurs ist im Moment auch fast gleich. Aber naja, ja, ich glaube, die wollen bei uns auch 60 Euro dafür. Und das scheint es einfach in seiner aktuellen Fassung nicht wert zu sein. Vor allem, da es einfach so Performance-Probleme hat. Ich werde es mir bestimmt irgendwann angucken, weil ich ja so Exploration-Spiele mag und so. Und wenn dann der Basenbau drin ist, ja, dann ist es vielleicht schon eher was. Aber dass der zum Beispiel auch bei Release ganz gefehlt hat, da denke ich mir, oh, habt ihr euch das gut überlegt? Hättet ihr vielleicht besser den Release verschoben? Aber da gibt's halt leider auch immer diese Leute, die sich dann sowas von abficken. Die haben's aber verschoben. Scheiß Publisher.
Und ach, da sage ich mir doch aber lieber, was gescheit ist, das halt ein bisschen länger dauert, als dass es dann, wenn es rauskommt, so total floppt. Es hat ja auch alle Chancen, nochmal richtig, richtig gut zu werden. Das bleibt halt abzuwarten. Und ich warte halt auch einfach ab. Das mache ich bei vielen Spielen. Ich hätte es mir fast vorbestellt, aber ich habe es doch gelassen. War vielleicht die bessere Entscheidung. Ich hatte ja auch Aliens Colonial Marines vorbestellt. In der Limited Edition, ja. Jetzt könnt ihr lachen. Schadenfreude ist auch gut, ne? Ich meine, ich muss sagen, bei Alien Colonial Marines, es ist nicht so schlecht, wie viele sagen, aber es ist einfach nicht das, was versprochen und beworben wurde. Was die da ja alles an Trailern und Screenshots und so gezeigt haben, das ist im Spiel nie so drin gewesen. Das war vielleicht einfach nur komplett durchgerendert. Und dafür aber optisch nicht so viel besser wie das fertige Spiel. Und den Krimi kennt ihr ja vielleicht. Das wurde einfach viel zu oft weitergereicht, dann mit Engine-Wechsel und so weiter. Das war ungefähr die Story, die auch leider Duke Nukem Forever hatte. Die sollten aufhören, mit diesen großen Namen einfach so Schindluder zu treiben. Ich will meinen Duke zurück in einem Hardcore-Shooter-Spiel und so, ne? So richtig oldschool. Ich meine, sie können ruhig was Neues reinbringen, solange sie es nicht wieder total verkacken. Und genauso will ich auch wieder ein gutes Aliens-Spiel. Vielleicht ein richtig geil, tolles AVP4. Der wurde wohl von den Schatten gefangen genommen. War das vielleicht so ein Späher? Aber keine Hektik, wir sammeln hier erstmal auf. Ich bin ein Arschloch. Ja, aber wenn da einer von den Spähern ist, dann freut es mich ja, dass wir ihn noch lebendig auffinden konnten wieder. Vielleicht weiß er auch was Tolles zu berichten. Hallo, ach, das ist Zacharias. Mensch, das ist doch der Big Boss. Mensch, wie ist dir denn das passiert? Du hast doch Power unterm Hintern, ne? Tiger im Tank und so. Bei der heiligen Flamme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Zu Fuß? Es war ein langer Weg. In der Tat. Gut, dich hier zu sehen. Auch in eigenem Interesse. Ja, du hingst ein bisschen durch. Mhm. Ich danke dir. Ohne dich würde ich immer noch in Nekrolots Folterzange stecken. Wie soll es nun weitergehen, mein Junge? Ich werde Nekrolot erledigen. Ende der Geschichte. Könnte es wirklich so einfach sein? Ja. Vielleicht. Nekrolot ist ein Titanenlord. Das heißt, dass er ein äußerst mächtiges Wesen ist. Doch ist seine Macht nicht unbegrenzt. Sein Wunderpunkt ist seine Überheblichkeit. Nutze das zu deinem Vorteil. Okay. Ich werde nun gehen und meinen Männern beistehen. Meine besten Wünsche sind mit dir, mein Junge. Befreie die Menschheit von dem Übel, das die Erde hervorgebracht hat. Aber wenn er das so sagt, war das ein Tipp, dass wir vielleicht Nekrolot während des Kampfes über irgendwie aus der Fassung bringen müssen? Mit irgendwelchen blöden Sprüchen und so? Also, dass wir ihn beleidigen und provozieren müssen und so. Wäre eine Möglichkeit. Ich frag nicht. Komische Fetische haben die hier auf der Insel. Der macht schon eher richtig. Einfach auf den Bauch platschen, Hintern hochstrecken. He's ready to be fucked like the bitch he is. Entschuldigung, like the little pussy he is. Massig Beute. Da gibt's sogar noch mal eine Büste oder irgend sowas. Oh, müssen wir das Äffchen? Ne, müssen wir nicht das Äffchen hinschicken. Ich dachte erst, aber hier ist ja kein Durchkommen. Weil hier mit dem Holz, da dachte ich, da könnte das Äffchen vielleicht runter durchkrabbeln. Kann es aber wohl nicht. Was? Halt's doch das Maul, du Misthöhle und dein Bruder und euer Kind. Euer gemeinsames Kind. Und du kriegst kein Spielzeug, nix zu Ostern, basta. Und auch zu Weihnachten ist es wie beim Weihnachtsmann, du kriegst nur den Sack voll. Okidoki. Nichts weiter Interessantes. Höllenhund tot. Wenn ja Nekrolot weg ist und die Schatten weg sind, dann brauchen wir irgendwie ein Tierheim für die Höllenhunde. Ach komm, Gerd, da musst du doch, genau, hochspringen können. Ah, es mopst durch die Gegend. Jetzt habe ich aber schon wieder Angst, dass wir hier an der Brücke irgendwas vergessen. Hat da nicht eben auch sogar was geleuchtet? Oder täusche ich mich da? Und ich will an dieses Gold hier. Wie kommt man da hin? Nur von außen? Mit einem Papageienflug oder was?
Ja, das sieht sehr auffällig danach aus. Vielleicht können wir auch hier mit dem Sprung rüberkommen. Aber da verwette ich jetzt mal nichts drauf. Können wir da irgendwie hin? Nee, das ist einfach alles blöd hier. Schlechte Stellen zum Klettern. Der liebe Bones kommt also mal wieder aufs Abstellgleis zu Thomas der Lokomotive. So. Schwupp, schwupp, fallera. Ich werde wieder Römer sehen. Copyright Obelix. Upp, halt dich fest. Ja, geht doch. Okay, aber hier gibt's auch nichts weiter. Kein Secret, nichts Verstecktes. Jetzt ist mein First-Person-Shooter-Herz gebrochen, ja. Jumpity-Jump. Ja, wenigstens der Rückweg ging ohne Papageienflug. Vielleicht hätte es auch auf dem Hinweg geklappt. Aber ich wollte wie immer mal nichts riskieren. Was heißt wie immer? Manchmal riskiere ich ja was. Hoppala, Schluck auf. Moment, da gucke ich mal, ob mein Computer irgendwelche Probleme hat. Ach, herrjö. Ja, aber da ist schon wieder die Pause. Diese ganz, ganz schlimme, garstige, böse Unterbrechung der Let's Play-Freuden in Risen 3 Titan Lords. Was haben wir diesmal gerissen? Eigentlich haben wir nur die Schatten zerrissen, ne? Es steht ja immer noch aus, diese eine Brücke einzunehmen und dann war da noch irgendwas mit Waffenlagern, die wir, glaube ich, auch noch nicht geradet haben. Ja, geradet sage ich wirklich, weil wir fegen doch da drüber weg und bums und alles ist gut. Dafür kann uns keiner vorwerfen, dass wir blind durch die Gegend gewatschelt wären. Wir haben extra gründlich überall nach jedem Beutestück gesucht, das wir finden konnten. Ich erhoffe mir ja, dass wir mit der Beute, die wir hier zusammensammeln, noch irgendein Talent steigern können. Wir haben es ja gesehen, der nächste EP-Schwamm ist zum Ausquetschen bereit. Also, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Risen 3 Titan Lords mit noch viel mehr Schattengemetzel und vielleicht der Brückenmission, ne? Also, macht's gut, danke fürs Reinschauen.